Heute zeige ich dir eine Squarespace-Funktion, die mit zu einer der Lieblingsfunktionen für mich geworden ist und auch mein Team, von daher mega cool. Es geht um Abschnitte, die du kopieren kannst. Ich zeige dir natürlich auch so ein bisschen in dem Video, wie du Seiten komplett kopierst, aber das Krasseste ist, seit es Squarespace 7.1 gibt, kannst du Abschnitte kopieren. Zeige ich dir gleich, was das für einen Unterschied macht, denn das bedeutet, du kannst einmal bestimmte Seiten oder auch Teile von Seiten erstellen und dann damit andere Seiten mit bestücken. Also wenn du zum Beispiel sagst, du willst bestimmte Kategorieseiten immer in dem gleichen Schema haben oder du willst einzelne Abschnitte zum Beispiel für dein Newsletter woanders auch reinmachen, geht alles. Ist super cool und das Beste ist, dass du damit deinen Prozess für Website-Neuerstellung extrem verbesserst. Von daher gucken wir uns jetzt mal direkt an. Wir befinden uns jetzt hier in einer Demo-Website und da kann ich dir ein bisschen zeigen, wie es geht. Also wie gesagt, ganz wichtig, es geht nur bei Websites der Version Squarespace 7.1. Das heißt, das ist schon mal wichtig. Wenn du wechseln willst, habe ich auch ein Video, wo du das selber machen kannst. Von daher würde ich auf jeden Fall heutzutage jedem empfehlen, auf 7.1 zu wechseln. So, und das Ganze funktioniert so. Du kannst, das ist eine relativ neue Funktion, die gibt es erst seit, ich glaube, Anfang 2023 ungefähr. Das ist, dass du für jeden einzelnen Abschnitt, also du weißt, eine Seite wird in Abschnitte eingeteilt, das ist ein Abschnitt, das ist ein Abschnitt, das ist ein Abschnitt. Du kannst einzelne Abschnitte jetzt per Herzchen markieren. Das bedeutet, dass du den Abschnitt speicherst. Und das heißt zum Beispiel, wenn wir jetzt hier annehmen, wie bei dem Shop zum Beispiel, dass diese beiden Sachen cool aussehen, dann könntest du einfach sagen, du machst hier ein Herzchen. Dann musst du kurz warten, du siehst hier unten kommt dann dieser schwarze Balken und du setzt hier ein Herzchen. Da könntest du dir zum Beispiel überlegen, dass du immer diese Art von Setup auf einer anderen Seite nimmst. Oder auch zum Beispiel dieses hier, sieht cool aus, speichern wir uns auch. Dann ist das bei gespeicherten Abschnitten hinzugefügt. Du kannst einfach auf Beenden gehen, gar kein Problem, und kannst auf irgendeine Seite gehen, wie zum Beispiel über uns. Hier ist die Seite, bla 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 bla. Und könntest dann sagen, auf dieser Seite soll auch dieser letzte Abschnitt, den wir schon hatten, eingefügt werden. Das heißt, dann gehst du hier drauf, unter jetzt kaufen zum Beispiel, gehst auf Abschnitt hinzufügen und hier gibt es das dann. Das heißt, du gehst einfach auf gespeicherte Abschnitte und findest hier die Abschnitte, die du gespeichert hast. Und wie gesagt, das ist mega, mega praktisch, denn das muss man sich jetzt alles wieder von neuem zusammenbauen. Von daher ist es richtig, richtig cool, das so zu machen. Das heißt, du kannst zum Beispiel jetzt sagen, hier, du nimmst dieses Ding. Und das Einzige, was du jetzt machen musst, ist, dass du eben das Hintergrundbild oder eben diesen Text austauscht. Aber du hast dann dadurch gleichbleibende Elemente, die du auf der gesamten Website durchziehen kannst. Es gibt so ein paar Anwendungsbereiche, wo das besonders praktisch ist. Zum Beispiel, wenn du auf verschiedenen Seiten einen Newsletter-Sign-Up-Banner haben möchtest, aber das nicht in diese Fußleiste haben möchtest. Hier in dem Beispiel ist ja zum Beispiel diese Fußleiste mit dem Newsletter-Anmelde-Ding versehen. Wenn du das aber nicht möchtest und lieber eine relativ cleane Fußleiste haben möchtest, dann kannst du sagen, du machst es aus dem Footer raus und machst das als quasi voreingestelltes Banner auf bestimmte Seiten, wo es eben gut passt. Das könnte eine coole Art sein. Oder aber, wenn du Sachen hast, bestimmte Call-to-Actions, die unten auf jeder Seite drauf sein sollen. Also hier zum Beispiel wäre ja ein neues Produkt, keine Ahnung, das Verjüngungssortiment in diesem Fall, was ja hier das Demo-Ding ist, und jetzt kaufen. Das heißt, wenn du bestimmte Sachen hervorheben willst, kannst du dir einfach diesen Banner-Abschnitt speichern und den auf alle Seiten pflastern, wo der drauf soll. Und das war, wie gesagt, früher ein schwieriges Ding. Man konnte zwar bei 7.0 einzelne Indexabschnitte speichern, aktivieren und deaktivieren, aber war irgendwie alles immer so ein bisschen schwierig. Und hier ist es tatsächlich so, dass du nicht einzelne Abschnitte deaktivieren kannst. Das heißt, du musst sie wirklich löschen. Aber das Coole ist, es ist gar kein Problem, selbst wenn ich jetzt hier auf Entfernen gehe. Und dann kann ich es mir einfach wiederholen. Also ich hole mir das dann einfach aus diesen Abschnitten raus. Und das ist ziemlich cool. Und du kannst dann natürlich viel mehr als diese drei hier speichern. Das heißt, du kannst dir wie so ein eigenes Archiv an Designs bauen, die du hinterher dann dazu hinzufügen kannst. Und das eröffnet dir natürlich Möglichkeiten, wenn du deine Website neu gestaltest, dass du einfach so viel schneller bist. Ziemlich cool. Und was du natürlich auch machen kannst, wenn du die Sachen gar nicht selber baust, dass du dir einfach in den Demo-Seiten bei Squarespace Sachen anguckst. Also ich beende das jetzt mal ohne Speichern. Und du kannst dir zum Beispiel überlegen, wenn man jetzt hier auf einzelne Seiten geht und dir gefällt irgendwas, zum Beispiel Inhaltsstoff und so weiter, das sind jetzt alles Demo-Seiten, dann kannst du gucken, gefällt dir irgendein Abschnitt, den du vielleicht für andere Zwecke verwenden könntest. Das heißt, du musst gar nicht so super kreativ sein, sondern guckst dir einfach alles an. Ah ja, cool, diese Aufteilung oder zum Beispiel hier die Fachhändlerabteilung, das sind jetzt alles keine spannenden Seiten. Aber das sind alles theoretisch Abschnittsdesigns, die du auch verwenden könntest. Und das gibt dir natürlich zusätzlich zu den schon vorhandenen Dingen einen coolen Spielraum. Also du weißt wahrscheinlich, dass du hier
wenn du in die Abschnitt hinzufügen Sache gehst, auch diese ganzen vorgebauten Sachen bekommst. Das ist alles schon sowieso da. Aber diese gespeicherten Abschnitte, die du dir von überall zusammensuchen kannst, sind natürlich eine zusätzliche Gelegenheit, auch dir Sachen zu speichern, die du vielleicht in den Demos oder auf einzelnen Seiten mal getestet hast. Wir verwenden das inzwischen auch total viel für Versionen. Das heißt, wenn du zum Beispiel sagst, du machst zwei verschiedene Startseiten und du weißt nicht so richtig, welche du cool findest, dann kannst du folgendermaßen vorgehen. Du könntest, wir nehmen jetzt diese Home-Seite, duplizieren sie, und das ist übrigens auch die Anleitung, wie man ganze Seiten duplizierst. Man geht einfach hier drauf, duplizieren. Dann wird die als Home, wir nennen die jetzt mal Version 2, gespeichert. Und dann könntest du zum Beispiel sagen, du machst eine Sicherung von diesem Ding hier und kannst jetzt anfangen zu sagen, okay, wir schieben jetzt alles komplett um, wir machen alles neu und so weiter und so fort. Und hast dann aber diese Sicherung fertig. Das heißt, du kannst im Prinzip Duplikate erstellen und dann einzelne Sachen komplett abändern, hast die Sicherung hier von dieser ganzen Seite und kannst was komplett Neues erstellen. Also wir können jetzt zum Beispiel sagen, hier haben wir einen Abschnitt, der soll lieber, sagen wir mal, so aussehen. Wir holen uns den Text raus, setzen den hier oben drauf. Das ist jetzt einfach mit Copy und Paste gemacht. Und überlegen einfach und spielen da so ein bisschen verschiedene Sachen durch und gucken uns das an und überhaupt. Können das aber jetzt ohne Bedenken einfach entfernen, weil wir es gespeichert haben, und können dann eben auch diese Sachen einbauen. Das bedeutet, dass du jetzt einfach verschiedene Sachen testen kannst, hier durch die Gegend Sachen fliegen lassen kannst, Sachen gucken kannst, wie die funktionieren, wie es aussieht und überhaupt. Und wenn es dir nicht gefällt, gar kein Problem, dann gehst du einfach wieder zurück zu dem, was du hattest, ohne dass du immer mit diesem Speichern vor und zurück gehen musst. Und wie gesagt, wir benutzen das jetzt die ganze Zeit. Das ist richtig, richtig cool. Und vor allem funktioniert das gut, wenn du eine Seite hast, die dir gefällt, oder einen Abschnitt, der dir gefällt, oder aber auch was strategisch wichtig ist für deine Website. Also wenn du immer so einen Call to Action hast, der sich eigentlich so durchzieht, dann ist es natürlich mega einfach, den drunter zu setzen, und sowieso in meiner Welt immer Newsletter. Das heißt, wenn du stark auf Newsletter gehst, entweder hier unten in die Fußleiste setzen, jetzt müssen wir ganz kurz hier in diese Fußleiste setzen, oder ans Ende der Seite. Sowas wirkt Wunder, weil immer wenn die Leute sich bis ganz unten durchlesen, dann sind die normalerweise super engaged, und deswegen mein Tipp, das so zu machen. Und selbst wenn du es nicht für Newsletter nutzt, auf jeden Fall eine richtig, richtig coole Funktion, die Sachen zu kopieren und dann die Abschnitte in dieser Favoritenkartei zu behalten, sodass du immer ganz schnell neue Seiten damit bauen kannst.